Hallo, treue Anhänger des Imperators. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem einem weiteren Let's Play von Space Marine, dem ersten Teil von 2011. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Mal sind wir genau hier stehen geblieben und machen jetzt hier weiter, uns den Weg frei zu kämpfen zum Geschütz. Oh, sind wir gerade runtergefallen. Gibt es kein Zurück mehr. Wir bringen jetzt hier erstmal den Willen des Imperators. Und da laufen sie schon. Aber sie können uns nicht entkommen. Hier kriegen sie alle. Hier ist, glaube ich, ein Sammelobjekt, oder? Nein? Oder doch? Müsste hier nicht eins sein? Nein, ist anscheinend keins. Dachte, wäre eins gewesen. Was sind das? Granaten, die brauchen wir nicht. Die haben wir schon voll. Dann laufen wir mal hinterher. Auch nichts. Jetzt geht es, glaube ich, wieder ans Fahrstuhl fahren. Oder auch nicht, nein. Das kann man von hier nicht zum Explodieren bringen. Da waren explosive Fässer. So, hier haben wir einen weiteren Checkpoint erreicht. Wieder Granaten, die brauchen wir nicht, die haben wir schon. Aber hier ist, glaube ich, Munition. Ja. Da konnten wir ein bisschen brauchen. Bolter und Granatwerfer, Vergelterwerfer. Hatte der Leutnant nicht gesagt, dass die Schienen zum Komplex führen, in dem die Titanen sind? So. Da dieser Zug. Die Orks haben da jetzt einen Zug modifiziert und benutzen den als Rammbock, um durchs Tor zu kommen zum Titanenmanufaktorium. Das ist praktisch eine Fabrik, die produziert, also stellt her Titanen. Und Titanen sind sowas wie aus Star Wars, diese AT-AT-Walker. Nur halt noch eine Nummer größer. So. Was haben wir da? Ein Dings. Mal die Wayne's Gegner, die mit dem Maschinengewehr die Orks holen. So, da ist doch noch einer, ja. Gut, eine Granate. So, da ist noch. Das war, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, der letzte da. Ja. Müssen wir hier über die Brücke auf die andere Seite kommen. Und alles, was es uns in den Weg stellt, wird einfach niedergemacht. Ah, hier ist, glaube ich, ein Sammelobjekt, ne? Ich glaube hier, ja. Oder? Nein. Bin ich blind? Hier müsste doch eins sein. Oder hab ich die aufgesammelt? Ich dachte, eine neue Kampagne angefangen. Nee, dann hat er die wohl gespeichert. Die ich schon eingesammelt habe. Die denken auch, sie wären's. Okay, wir sind ein bisschen zu schnell fürs Spiel. Die spawnen einfach aus dem Nix. So, gibt's noch jemanden am Leben? Noch jemand am Leben? Den exekutieren wir einfach. Da will noch jemand exekutiert werden. What? Außer Reichweite, aber jetzt haben wir ihn. Bam! So ist das für den Imperator. Hier müssen wir jetzt weiter. Da höre ich doch schon ein paar Gegner. Da kommt ein Zug. Ah, er kommt. Ein explodierender Hund, den höre ich doch da. Müssen wir mal irgendwas zum Nachladen? Nein, alle Waffen sind nachgeladen. Ich hoffe, der nächste Teil
der jetzt rauskommt, der zeigt halt ein bisschen anspruchsvolleres, nicht Gameplay, einen höheren Schwierigkeitsgrad. Weil der ist doch schon ein bisschen, wenn man zu häufig gespielt hat, einfach zu einfach. Einfach zu einfach, ja genau. Na, irgendwo noch einer. Da kommt noch irgendwo einer. Da. Ich höre noch einen. Von da oben. Da kommt noch einer. Da. Ich höre noch einen. Das waren jetzt, glaube ich, alle. Hier links kommt noch einer rausgehüpft, oder? Nein. So, jetzt springen wir, glaube ich, auf den Zug drauf und dann fährt der Zug schon direkt los. Die haben nur gewartet, dass wir drauf springen. So, jetzt haben wir 6 Minuten Zeit, das zu erledigen. Ob wir wirklich 6 Minuten Zeit haben, weiß ich nicht. Aber zumindest hat Sergeant Sardonic erzählt. So. Irgendwo Gegner? Nein. Jetzt, da sind sie. Ja, ja, der denkt auch, er wäre es. Ein Ultramarine anzugreifen. Oh, da haben wir einen Ork-Boss. Wo ist er denn? Den kriegen wir, da ist er schon. Brauchen wir keinen Rage-Modus für Wildheitsanzeige. Kriegen wir auch so glatt. So. Da hüpfen die nächsten raus. Jetzt gibt es hier keinen mehr, der da raushüpft. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Munition, die kann ich gebrauchen. Gegner? Da. Da ist noch einer. So. Okay, gibt's noch irgendwo einen Gegner? Da. Nix Granate, es wird exekutiert. Du auch? So, wie es sich gehört. Noch irgendwo einer? Da. Oh, da ist ein Plasma-Gewehr. Noch irgendwo? Nein. Den exekutieren wir. Ha, yes. So. Checkpoint. Haben einen Speicherpunkt erreicht. Okay, das Flugzeug müssen wir jetzt, glaube ich, zerstören. Und zwar mit dem Plasmagewehr hier. Oder Plasmakanone ist es. Müssen wir mal rausreißen. Oh, oh, ja. Übrigens überhitzt die auch und ihr müsst die Nachladetaste drücken, damit es abkühlt. Und das könnt ihr einfach ganz Zeit spammen, immer auch nach dem Schießen. Dann wird sie nicht heiß. Sobald sie heiß gelaufen ist, dann könnt ihr sie ein paar Sekunden nicht benutzen, bis sie abgekühlt ist. Also von daher muss man immer auf seine Überhitzungsanzeige achten. Zwischendurch springt, lässt auch ein paar Gegner rausfallen, glaube ich.
Treffen muss aber auch gelernt sein. Gleich haben wir ihn, glaube ich, schon. Ja, jetzt lässt er, glaube ich, welche rausspringen. Wir können die aufladen. Dann schießt sie einen explosiven Plasmaschuss ab. So. Jetzt haben wir es, glaube ich, gleich. Oh, er schießt auf uns. Wo ist er denn jetzt? Ah, hier ist. Wir müssen auf unsere Rüstung achten. Oh, er schießt hier durch. Okay. Nur die Rüstung regeneriert sich jetzt. Das Leben regeneriert sich nicht. Das geht man nur durch Exekution wieder. Der rote Balken. Und der goldene, der gelbe Balken ist die Rüstung, die regeneriert sich. Immer. Okay. Ja, wie wär's mal mit Treffen? Nerd. Nein. Wo ist er denn jetzt? Haben wir ihn jetzt mal gleich? Ja, jetzt haben wir es. Übrigens spielen wir auf den Schwierigkeitsgrad schwer, also den höchsten, wenn es ein bisschen anspruchsvoll ist. So, wir haben es geschafft. Der Zug wurde aufgehalten. Und der Imperator steht uns bei. Wir haben die Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt treffen wir die Inquisition. Hier ist ein Inquisitor auf dem Planeten. Das Manufaktorum steht noch immer. Einige imperiale Einheiten haben es bis hierher geschafft. Sie werden nicht lange durchhalten. Nein, beziehungsweise den Inquisitor treffen wir jetzt noch nicht. Den treffen wir ein bisschen später. Aber hier ist ein Schädel von Inquisition. Was für ein schwierig auszusprechendes Wort. Schädel. Er will eine Nachricht überbringen. Muss beschädigt sein. Das Siegel der Inquisition. Interessant. Was macht die Inquisition denn hier? Das finden wir gleich raus. Hier spricht Inquisitor Drogon. Ich brauche dringend Unterstützung im Manufaktorum Ajakis. Sie wollen das experimentelle Gerät. Im Moment ist das Gerät sicher. Ich habe sie weggelockt und stecke in der Falle. Wenn ich sterbe, darf das Gerät nicht in die Hände des Feindes fallen. Sonst wird er nicht mehr aufzuhalten sein. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Die Waffe. Fast fertig. So, das war der Inquisitor. Eine experimentelle Waffe. Wir müssen den Inquisitor finden, bevor es die Orks tun. In Bewegung und wachsam bleiben. So, bewegen wir uns mal vorwärts. Und wir müssen natürlich auch wachsam bleiben. Wie Captain Titus es schon gesagt hat. Dienen Sie dem Maschinengott durch Leichenbeseitigung in Ihrem Evakuierungszentrum. Willkommen im Warhammer-Universum. Sehen Sie, Orks bedienen wohl diesen Kran. Sie werden erst aufhören, wenn Sie durch das Tor. Die kämpfen gegeneinander. Das sind typische Orks. Es zeigt einfach perfekt die Ork-Mentalität. Wenn sie nichts zu kämpfen haben, kämpfen sie gegeneinander. Ich werfe mal eine Granate rein, mal gucken, was sie machen. Machen alles, jetzt nur nicht mehr gegeneinander kämpfen. So, exekutieren. Exekutieren! Alles wird exekutiert. Da ist, glaube ich, noch einer mitten im Gegen-Ork. Die müssen wir erstmal loswerden. So, ist ein Stampfer.
Noch ein Stampfer. Und dann haben wir gleich alle besiegt. Noch jemand? Du auch? Ah, den exekutieren wir. Den exekutieren wir. Dich exekutieren wir auch. Du kannst nicht laufen. Ihr könnt laufen, wo ihr hin wollt. Ich krieg euch alle. Ich krieg euch alle. Wo kommst du denn hergelaufen? Jetzt haben die sich wieder das andere überlegt. Kommen die zurück? Gleich kommt da, glaube ich, noch ein Ork-Champion raus. Die Rampe fällt da runter. Ja, da ist sie schon. Nutzen wir mal unseren Granatwerfer hier. Oh, jetzt setzen wir mal unsere Wildheitsanzeige ein. So. Den haben wir schon besiegt. Noch irgendwo ein Gegner? Da. Das war ein Double Kill mit einem Schulterangriff. So, ich muss mal hier die Rampe hoch. Ein Gegner. Ah, das war kein Headshot. Da sind noch mehr Gegner. So, den exekutieren wir. So, den haben wir jetzt auch gleich. So, jetzt haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Oder auch nicht. Jetzt exekutieren wir ihn. Wir exekutieren ihn. Bats. Und in den Kopf rein. Die Orks haben das Geschütz in Betrieb genommen. Schon ein einzelner Schuss wird die Tore durchbrechen. Das dürfen wir nicht zulassen. So. Die Orks wollen dieses Geschütz benutzen, um durch die Tore zu kommen. Das ist das Titan-Manufaktorum. Das ist das Tor. Das ist extra so groß, weil Titan auch so groß ist. Und da wollen die gleich das Geschütz abfeuern, aber das verhindern wir jetzt, indem wir es einfach fallen lassen. Hier spricht Captain Titus von den Ultramarines. Identifizieren Sie sich. Hier spricht Stabsgefreiter Antioch, Sir. Ich meine Herrn Mein. Ich muss ins Manufaktorum, Stabsgefreiter. So, jetzt sammeln wir hier nochmal die Munition auf. Haben wir alles voll? Ja. Okay, hier sind viele. Gewehrgranate. So. Da kommen noch so ein paar von diesen komischen, ekligen Hunden. Normalerweise bin ich ein Hundefreund. Hab selber einen Hund, einen Border Collie. Aber in diesem Fall doch lieber exekutieren. So. Ups. Noch ein Gegner. Gut, dann haben wir die. Hier kommen gleich ein paar Crews raus. Diese ganz kleinen da. Oh, da ist noch einer mit einem MG.
Sucht euch Deckung, ja, solltet ihr auch lieber. Oh, Granate. Wir haben Munition. So, einmal ein Stampfer. Machen wir noch einen Stampfer. Und machen wir noch einen. Er will weg, aber er kommt nicht weggelaufen. Kriege ihn. Wir machen jetzt noch einen Stampfer hin. Jetzt erledigen wir mal hier den Rest. Da ist noch einer. Ups, alles daneben, okay. Den haben wir auch. So, jetzt haben wir alles. Wir sind eine unaufhaltsame Killermaschine, geformt vom Imperator und bringen den Willen des Imperators über die Galaxie und seine Feinde. Granaten, Munition, die können wir gebrauchen. So, jetzt geht's gleich wieder zum Aufzug. Aufzug fahren. So. Was haben wir hier? Munition. Ja, die können wir gebrauchen. Es gibt hier eine Energie-Axt. Die hat einen neuen Angriff. Und zwar. Brauchen wir gerade nicht vorlesen. Einen Überkopfangriff. Den hier. Okay, also ein paar mit dem Fernkampf. Orks mit MGs, Maschinengewehren. So, da ist er. Betäubt die irgendwie nicht so wirklich. Komisch. Ups, da ist sie mal tot. Das wollten wir aber nicht. Ich will mal wieder das Kettenschwert. Komisch, wieso betäubt der Überkopfangriff nicht? Oder sind die einfach stärker? Ah, die Gegner sind einfach nur stärker geworden. Jetzt habe ich ihn aber betäubt. So. Können wir wieder wechseln? Okay, da sind ein paar Gegner. Jetzt wird es auch ein bisschen schwieriger. Den haben wir geholt. Noch irgendwo einer? Nein. So, jetzt können wir die aber wieder exekutieren hier. Die nächsten auch noch. Kriegen wir hin. Ja. Yep. Da ist noch einer mit einem Maschinengewehr, ein Ork. Da auch. Die haben wir beide. Da sind noch mehr. So, den exekutieren wir. Nutzen wir mal den Granatwerfer. Noch ein Gegner? Ja, da ist doch einer. Oh, da war einer. Den kriegen wir exekutiert. Will noch jemand? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Hier der nächste. Bäm! Ja, so muss das sein. Keine Gnade für Heretikabschaum. Ah, da ist ein Ork-Champion. Sogar zwei.
Oh, falsche Waffe habe ich hier. Die wollte. Oh, ich hänge hier gerade fest. Ich wollte nur die Waffe wechseln. Ui. Da hat er mich gerade fast geholt. Das muss jetzt aber schnell gehen, sonst bin ich gleich tot. So, gut. Immer hier hinten wieder reinlaufen. Den nächsten exekutieren. Da kommt wieder der Ork-Boss. Den haben wir aber gleich auch. Ja, da ist er. So, den kriegen wir. Den kriegen wir. Kommt, Captain Titus. Haben wir alle im Umkreis auch noch betäubt hier. Den betäuben wir auch. Exekutieren wir auch. Und hier dich auch. Ah, den hat schon erwischt. So. Läuft. Ja, Lord Rogan. Wir haben ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen. Ist die Befreiungsflotte eingetroffen, mein Lord? Noch unterwegs, Stabsgefreiter. Die Ultramarines sind hier als Speerspitze, um den Feind zu schlagen und die wichtigsten Einrichtungen zu sichern. Ich verstehe. Aber die Einrichtungen und die Titanen sind sicher? Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass kein Ork durch dieses Tor gekommen ist, mein Lord. Kontaktieren Sie Leutnant Mira. Ihre Einheit richtet eine Bastion im Wohnzentrum Andres ein und Ihr Unterstützungsschiff sollte nun aus dem Orbit hierher kommen können. Was ist mit dem Obersten und seinem Gefolge? Sie haben nicht überlebt. Hey, halten Sie die Mündung sauber, Soldat. So. Jetzt müssen wir hier weiterlaufen und dann treffen wir, glaube ich, da vorne auch schon den Inquisitor. Mission. Er salutiert uns, der Guardsman. Gibt es eigentlich auch eine deutsche Bezeichnung für Guardsman? Wie wird man das denn übersetzen? Sicherheitsmann irgendwie, Schutzmann, Verteidiger, Verteidigungssoldat. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr da was wisst. So. Erhöhte Produktivität bringt die Gunst des Maschinengottes. Jetzt geht's wieder an Fahrstuhl fahren. Also wir werden noch sehr viel Fahrstuhl fahren hier im Spiel. Charles Adonis. Leandros. Er zeigt mir einfach nur den Rücken. Scheiße. Okay, wir müssen noch ein bisschen fahren. Manufaktorum Ayakis. Unbenutzt, meinen Sie wohl eher. Reicht diese Inversion nicht für den Einsatz der Titanen? Hunderte sind nötig, um einen Titanen zu bemannen, Sergeant. Ohne sie macht er nichts. Das ist jetzt übrigens der Titan da gewesen. Ist das echt Pergament, was da drunter hängt? Oder was haben die da? Seide? Interessant. Hier müssen wir lang, da durch die Tür. Okay, wir haben hier einen Checkpoint erreicht. Hier müssen wir, glaube ich, irgendwie einen Scan durchfinden. Ja, der Andros hat es, glaube ich, schon gerade erzählt. Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. In diesem Flügel des Manufakturs. Alien-Signale aus der gesamten Einrichtung. Eine große Anzahl ist auf dem Weg zum Inquisitor. So. Neues Einsatzziel erreichen Sie Inquisitor Drogan. Der Inquisitor ist übrigens ein Zioniker. Also er kann auch praktisch schon magische Kräfte einsetzen. Das macht er hier im Spiel nicht. Aber theoretisch hätte er solche Fähigkeiten. Was haben wir hier? Nur Munition. Granaten. Kann ich auch gebrauchen. So, jetzt geht's, glaube ich, wieder an Fahrstuhl fahren. Yes.
So. Im Januar kommt, glaube ich, auch God of War für den PC. Also die Konsolenfassung. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, kommt sie im Januar, glaube ich, schon. Dann kann man weiter hier alles mit einer Axt vernichten. Nicht direkt, aber ich kann damit die Funkweite erhöhen. Tun Sie es. So. Hier, Captain. Ultramarines, hier ist Captain Titus. Hören Sie mich? Captain, hier ist Sergeant Midas. Trupp Solinus ist auf dem Boden, unterwegs zu unserem Ziel. Neue Befehle, Midas. Wir sind bei Manufaktorum Ajakis und haben den Titan Invictus gefunden. Solinus soll Invictus sichern, während ich zu Prioritätsalarm wechsle. Unterwegs, Captain. Midas Ende. Okay, wir wechseln jetzt zum Prioritätsalarm, was das auch immer bedeuten soll. Hier ist nochmal der Titan. Zahnrad. Eine Tür. Munition. Habe ich, glaube ich, gar nicht gebrauchen können, aber egal. Okay, ein Checkpoint. Musik startet, das heißt, hier geht gleich bestimmt Gegner. Na, oder auch nicht. Da, hüpfen sie runter. Oh, ihr konntet mal durchschießen einfach. Durch die Truhe, nicht Truhe, Tor. Nennt man sowas. Luke, genau. Was erzähle ich denn da? Der schläft einfach. Sind wir hier richtig? Ja, da ist das nächste Tor, das wir öffnen müssen. Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo, ne? Hier ist nichts. Komm, jetzt da durch. Oh, hopp. So, da fehlt doch noch einer. Leandros, es ist ja so typisch. Er ist immer der Letzte. Guck mal, wie er Augenkontakt vermeidet mit mir. So. Da ist wieder die nächste Tür, die wir öffnen müssen und hindurchgehen. Inquisitor, Ordo Xenos. Da ist der Inquisitor, Drogan. Sofort die Energiequelle vorbereiten. So, mit dem werden wir erstmal ein bisschen rumlabern. Inquisitor Drogan? Ich bin Droger. Und Sie sind? Captain Titus von den Ultramarines. Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Sie scheinen den Angriff abgewehrt zu haben. Ich bin sowohl Soldat als auch Wissenschaftler, Captain. Wie ist der Status des experimentellen Geräts? Die Energiequelle? Sie betreibt das ganze Manufaktorum vom Generatorraum aus. Das Gerät ist eine Energiequelle, keine Waffe. Es ist ein komplexes Gerät und noch dazu instabil. Wenn die Orks es finden, werden sie es demontieren. Es könnte detonieren und damit den gesamten Planeten zerstören. Dann müssen wir es in Sicherheit bringen. Dafür, Captain, brauche ich Ihre Hilfe. Hier lang. Sie sind verwundet, Inquisitor. Ich bin Psioniker. Meine Psi-Kräfte kontrollieren die Blutung. Nun gut. Da hat er es gerade erzählt, dass der Drogan Psioniker ist. Hat er gerade gesagt. Unter anderem kann er mit seinen psionischen Kräften die Blutung stillen, beziehungsweise unterdrücken. Da ist nun mal der Ork-Boss, aber gegen den kämpfen wir jetzt nicht. Der Bosskampf kommt später.
Kehle reißen! Der Ort persönlich. Ich steck deinen Kopf auf den Spieß, Space Marine! Noch jemand? Ah, da ist einer, der wollte es wissen. Dann exekutieren wir ihn mal. Okay, da ist noch ein Gegner, den exekutieren wir auch. So. Ja, doch ein paar Gegner. Ach, da hüpfen sie raus. Mal hier Granaten. Ja, können wir ein paar gebrauchen. Okay, die drücken gut Schaden. Die roten Gegner, die gepanzerten. Lebt er noch? Jetzt lebt er, glaube ich, nicht mehr. Dann exekutieren wir ihn mal. Ups. So, haben wir alles hier besiegt. Dann gehen wir mal weiter durch die nächste Tür wieder. So. Haben Checkpoint wieder erreicht. Da ist der Inquisitor. Verdammte Kreatur. Wäre er doch bloß nicht hierher gekommen. Ist er aber, Drogan. So, hier haben wir, glaube ich, nochmal Munition oder Granaten. Ah, Munition, ja, die können wir gebrauchen. Und hier gibt es jetzt eine Plasmapistole. Die wird gegen unsere Boltpistole getauscht. Die kann überhitzen und die hat auch einen aufgeladenen Angriff. Ja, wir müssen zu diesem Aufzug. Ich müsste nur wieder eine Treppe finden. Hier ist sie. Oh, was haben wir hier? Munition. Oder Granaten. Die brauchen wir nicht. Granaten haben wir schon. Alles voll. Ah, hier kommt, glaube ich, ein Gegner mit einem Schild. Ein Ork mit einem Schild. Das ist ein Schamane. Ein Ork-Schamane. Der beschwört Gegner. Den müssen wir mit der Plasmapistole töten. Und zwar mit dem aufgeladenen Angriff. Dann können wir ihn noch attackieren. Weil sonst kommt man nicht durch den Schild. Er blockt alle Frontalangriffe ab. Da braucht man eine stärkere Waffe. So. Noch einmal. Ah, den können wir schon exekutieren. So geht das. So, okay. Haben zwar jetzt ein bisschen Gesundheit verloren, aber egal. Jetzt müssen wir noch auf jemanden warten, auf den Inquisitor. Oder auch nicht, der hat sich jetzt irgendwie hierhin teleportiert. Mit seinen zionischen Fähigkeiten. Hier ist er verletzt. So wie es aussieht, über die Brust. Wie tief reicht diese Einrichtung? Das Manufaktorum? Sehr tief. Der ganze Generatorraum ist über einem Lüftungsschacht aufgehängt. Aufgehängt? Ja. Im Falle einer großen Überlastung kann der ganze Raum in die Tiefen fallen gelassen werden. So. Wer sagt's denn? Kälter als das Lächeln eines Space Wolves. Ja, eine Nebenwirkung, wenn das Gerät in Betrieb ist. Gleich hier vorne ist dann das experimentelle Gerät. Es ist praktisch eine Warp-Energiequelle. Deswegen wird es noch viel Ärger gegeben mit der Inquisition.
Inquisition später, weil man kann laut Allgemeinheit einfach keine Warp-Quelle, also keine Berührung des Warps standhalten, ohne selbst eine Verbindung zum Warp zu haben. Deswegen wird Captain Titus am Ende vorgeworfen, ein Diener des Warp zu sein, also ein Diener des Chaos. Aber wir wollen ja jetzt nicht so viel spoilern. So, jetzt geht's hier hoch. Die Abdeckung, Isolation wird angehoben. Da drinnen ist dann die Energiequelle hier. Der Primärschild ist offen, Captain. Gehen Sie in die Zentralkammer. Alarm. Xenos geordnet. Aha. Da ist der Schamane wieder. Da ist der Boss. Da man Ork Champion. Oh nein. Wir sterben hier gerade. So, den exekutieren wir mal. So, können wir die schon greifen jetzt? Nein, noch nicht. Das war so eine Vita-Station da. Oh. Okay. Jetzt gibt es eine kurze Videosequenz. Der Ork-Boss da zerstört den Greifarm und deswegen müssen wir die Energiequelle per Hand greifen. Und normalerweise würde man das nicht überleben. Kann ich die schon greifen? Nein. Noch nicht. Ich glaube, jetzt kann ich die greifen. Ja. Yep. So, okay. Jetzt sind wir wieder getrennt vom Einsatztrupp, von unseren Brüdern. Charles und Sardonis und... Ich glaube, der Leandros ist ein Leutnant. Sidonos, Leandros, bitte melden. Captain, der Inquisitor beharrte darauf, dass Sie nicht überlebt haben. Hab ich aber. Und ich habe seine wertvolle Energiequelle. Wir haben ein Treffen im Wohnzentrum Andres ausgemacht. Diese Tunnel werden uns letztendlich dort ausspucken. Gut, dann gehen Sie weiter Richtung Wohnzentrum. So, neues Einsatzziel. Flüchten Sie aus der Kanalisation. Okay, da sind ein paar Orks gewesen hier. Übrigens springen von... Ja, ich wollte es gerade sagen. Und einer ist hier runtergesprungen. Er hat es einfach nicht geschafft, vernünftig zu springen. So, hier haben wir Munition und Granaten, die können wir gebrauchen. Was gibt's hier? Munition. Energieaxt gegen Energieaxt tauschen, alles klar. Gut, ja, da sind ein paar. Exekutieren wir hier einfach und holen erstmal diesen einen hier noch mit dem Maschinengewehr. Oh, wir verfehlen einfach alles. So. Machen wir nochmal einen Stampfer. Quatsch, wir haben gar keinen Stampfer, wir haben diesen Überkopf-Heat. Den exekutieren wir. Einfach nur, weil es geil ist.
Den exekutieren wir auch, weil es noch geiler ist. Den exekutieren wir auch, weil er eine Grünhaut ist. Noch mehr. Oh, er hat's überlebt? Ne, den haben wir. So. So, den exekutieren wir. Da gibt es Granaten oder Munition. Gucken wir mal. Ah, Munition, ja, die kann ich gebrauchen. Kommen noch ein paar Gegner? Nein. Keine, okay. Hier Granaten. So. Ja, komm. So, jetzt komme ich hier durch. Space Marines. Warte mal, kann man das hier in die Luft jagen? Tatsächlich, das wusste ich noch nicht. Ist mir jetzt gerade drauf gefallen. So, durch die nächste Tür. Okay, Aiming muss gelernt sein. Gleich kommt, glaube ich, noch wieder ein Hund hier irgendwo runtergesprungen. Nee, gar nicht. Wir sind schon fertig mit den Tunneln. Keine Gegner. Jetzt erst. Holen wir mal den Granatenwerfer raus. Ups. Keiner mehr am Leben. Warte, was mache ich hier? So, jetzt komme ich durcheinander mit der Tastaturbelegung. So, dich exekutieren wir auch noch. Dich exekutieren wir auch. Weil ihr Abschaum seid. Alien-Abschaum. Einer lebt doch noch irgendwo. Da, er hängt fest. Oh, nicht weglaufen, sonst wird das Missionsziel nicht abgeschlossen. Da komme ich nicht weiter. Oh, da sind viele jetzt. Da einfach mit einem Granatwerfer rein. Oh, das ist jetzt ein Ork-Boss. Die sind stärker als die mit Rot, mit der roten Panzerung. Okay, jetzt haben wir ihn. Exekutieren wir ihn mal. Und brechen ihm den Kiefer. Okay, habe ich auch meine schwere Munition alles aufgebraucht vom Granatwerfer und Scharfschützengewehr. Oh, hoffentlich ist das Munition hier, was leuchtet. Ja. Der Imperator beschützt. Hier ist nichts. Ach, die Tunnel gehen noch weiter.
Ach, wieder die Hunde. Habe ich beide erwischt? Nein. Wo kommt er denn jetzt? Ach, hier. Ei. Okay, da steckte ich irgendwie fest. Er hängt irgendwie in der Luft fest. Haben wir ihn? Ja, haben wir. Okay. So. Hier ist wieder eine Tür. Hoffentlich sind wir langsam mal raus hier. Stalker-Bolter gegen Melter tauschen. Melter. Der Vulkan-Sturmschema Melter feuert molekular angeregte Hitze über kurze Entfernungen. Es ist praktisch so eine Art Schrotflinte, Energieschrotflinte. Ja. Da. Unten rät sich immer die Aufladezeit und die Munition. Also viel Munition hat sie nicht. 11 Schuss Standard, glaube ich. So, jetzt ein Überkopfhieb. Noch einer. Exekutieren. Exekutieren und den nächsten exekutieren wir auch. So, der da oben hängt irgendwie fest. Ah ne, jetzt kommt er runter. Er hat nur auf seine Exekution gewartet. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass der nächste Teil rauskommt. Okay, wir sind immer noch in diesen blöden Tunneln. Oh, da war Munition. Ja, es ist aber egal. So. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Wir nehmen jetzt auch schon wieder fast eine Stunde auf. Ich glaube, gleich machen wir auch wieder Pause. Ein Cut. Nix Lauf. Ich komme hinterher. Sie fürchten die Gnade des Imperators. Die Angels des Todes, die Engel des Todes. So, haben wir erstmal Munition alles eingesammelt. Ja. Nein, ich wollte kein. Ah ne, es war gar nicht. Ich will mein Snipergewehr wieder. So. So ist richtig, genau. Wann echt? Gibt's keine? Ne, keine Munition dafür. So, wieder Fahrstuhl fahren. Ein sehr innovatives Spieldesign. Fahrstuhl fahren. Alle 5 Minuten. Oh, wenigstens haben sie ein bisschen was rausgekattet, dass man nicht ewig fahren muss bis nach oben. Ah, was haben wir hier? Ah, wieder eine Verbesserung für unsere Wildheitfähigkeit. Nun deutlich langsamer. Aha, der Wildheitsmodus verbraucht Wildheit nun deutlich langsamer. Nutzen Sie diesen Vorteil, um die Feinde der Menschheit zu vernichten. Das machen wir. Jetzt geht's. Ja, ja, die wissen schon Bescheid.
Ah, da ist ein Hund. Ah, okay, hier, die wollen es also wissen. Oh, ich habe gar keine Granaten. So. Den exekutieren wir hier nochmal. Irgendwo ein paar Gegner. Ah ne, der ist schon tot. Okay, mein Aiming ist mal wieder on point. Wo ist noch einer? Da. Ich glaube, das waren alle. Da kommt noch ein Hund gleich. Boah, die kann man ja erst die ganze Zeit spammen, wenn man Abkühlung auch spammt. Die Nachladetaste. Oh, ich habe Stück aufbekommen. Wenn man die Nachladetaste drückt, die ganze Zeit, und die Schusstaste, dann kann man die auch die ganze Zeit schießen. Okay, interessant. Sehr interessant. Das wusste ich noch nicht. Ich glaube, im Multiplayer ist das anders. Da geht das nicht. Im Spieler gegen Spieler Modus und den Korb Modus. Da überhitzt sie, glaube ich, auch schneller. Okay, Granaten, Munition. Irgendeine Idee, wo wir sind? Wir müssen uns einem Ausgang zur Oberfläche nähern. Die Luft riecht etwas sauberer. Ich kann keine Tunnel mehr sehen. Verschwinden wir und finden den Inquisitor, bevor die Orks es tun. Ich kann auch keine Tunnel mehr sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder vereinigt mit unserem Einsatztrupp. Unseren Brüdern Sardonis und Leandros. So. Ja, wollt ihr sterben? Das geht echt die ganze Zeit. Okay. Da kommt ein Hund da hinten. Da ist er gewesen. Jetzt warten wir nur noch, dass er hier hochkommt. Oh, falsche Taste. Das ist die Exekution. So. Ein paar Gegner sind da noch. Diese Raketen schießen, die sind echt eklig, weil die verursachen gut Schaden, die Raketen. Ja, ich hole mal aber noch euch beide hier. Oder auch nicht, da will ich nicht sterben. So. Da sind sie, mit dem Maschinengewehr wieder ein paar. Okay, dich exekutieren wir mal. So, das war's, glaube ich. Nein, noch nicht. Ah, er läuft von mir weg. So, okay. Da sind noch ein paar. Da hinten ist einer oben drauf. Oh. Ach, der lebt ja immer noch. Habe ich den nicht getroffen? Doch, jetzt. Ja, wirklich nett von den Abschaum. Sardonis, da hast du absolut recht. So. Gut, jetzt warten wir noch auf den Checkpoint und dann machen wir auch einen Cut wieder.
Na? Gibt das hier noch was? Hier geht's weiter. Ah, hier haben wir einen. In der Blickweite. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, falls ihr bis zum Ende gesehen habt. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Ansonsten könnt ihr wie immer Kritik und Anregungen in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Der Imperator beschützt. Tschüss.